Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Block 3. Ja, wir sind dabei, nicht den Master Chief zu machen, sondern wir möchten Atus Blacksmith freischalten. Das heißt, wir brauchen Propan. Ich habe da mal ein bisschen Invar hergestellt, dass wir jetzt mal schon mal 16 von diesen schönen Empty Tanks haben. Und ich habe auch da hinten schon mal ein bisschen Propan laufen lassen. Ich sehe gerade, ich habe was vergessen. Das wäre mal was Neues gewesen, wenn ich es nicht vergessen hätte, aber ist ja alles gut. Ist jetzt kein Beinbruch, brauche nur drei Holz. Ich habe auch noch ein bisschen Redstone hergestellt, dass wir da auch nicht mehr so blank dastehen. So, das heißt, du kommst dahin, du kommst dahin. Kein Eisen mehr? Nee, kein Eisen mehr. Aber ich habe River Iron. Das lasse ich gleich mal durchlaufen. Dann ist das nämlich auch weg. So, danke. So, und dann brauchen wir noch mal vier Steine. Sechs. So, wir haben den Pisten. Das heißt, ich brauche nochmal Factory Tech. Das heißt, ich brauche jetzt die Pumpe hier. Davon drei. Das ist weg, das ist weg. Das kommt dahin. So, dann kommt die Extraction dahin. Kommst du hin? Also ich brauche einen Motor und mal wieder einen Pisten. Gott. Tschüss. Okay, also das Kabel ist das. Eins habe ich sogar noch. Brauche aber trotzdem vier Eisen. Aber ich brauche Nuggets, ne? Ja, ich brauche einen Glowstone. Was brauche ich für den Pisten? Müsste eigentlich hoffentlich alles draußen haben. Okay, also für den Pisten brauche ich. Der Half-Slab war da. Was brauche ich? Kupfer? Ja. Habe ich. So, Pisten haben wir auch. Und dann brauchen wir noch den Motor. Den haben wir auch. Auf geht's. Reinschmeißen und reinschmeißen. So, das heißt, wir haben jetzt 10.000 da drin. Und 512 haben wir da. Welches Circuit war das? Der Zweier. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt der letzte ist, den wo wir brauchen. Aber so viel Glück habe ich nicht. Jetzt weiß ich, warum dass ich Kabel gemacht habe. Als hätte es gerochen. Zieh da mal bitte. Ah, geht nicht. Das heißt, ich brauche jetzt für dich Kupfer. Schauen wir mal, ob es geht. Oder ob ich auch wieder irgendwas nicht mehr habe. So, das ist noch ein kleiner Motor.
du kommst da rein. Da kommst du da rein. Da kommst du da rein. So, schauen wir mal. 16, 16. Nein, nicht 16.000. Ich brauche noch 5.000. Ja, ist klar, ne? Aber wenn man das halt mittlerweile im Schlaf kann, ne, ist es halt auch schon sehr bedenklich. Ich glaube, mich könnte jetzt nachts einer wecken. Wie macht man Grillwitz? Ich weiß die Maschinen nicht, aber die zweite Reihe Nickel rein und dann in die dritte Reihe auch. Wenn ich die Maschinen auch noch auswendig weiß, ja, muss ich Pause machen. Zu viel gemacht. So, Motor rausgehüpft. Und da ist er schon wieder. Grüß Gott. Das Schlimme ist jetzt eigentlich, halt, ich hab noch Kupfer. Einen habe ich danach noch. So, jetzt ist die Broken Part auch geplatzt. The Broken Part ist geplatzt, genau. Das Gebrochene ist gebrochen. What? So, Nickel Cutting. Das wird ja wohl hoffentlich reichen. So, wir sind jetzt bei 2800. Dann gehen wir mal jetzt hier rein und machen mal jetzt die Propanflaschen rein. Mit meinem Glück gehen jetzt die Dinger hier noch mal kaputt. Haben wir hier noch mal einen Motor. Der ist empty? Ich glaub's nicht. Danke fürs Gespräch. Ist weg, ist durch. Aber wir müssten eigentlich gleich fertig sein. Jawohl, jetzt haben wir davon 16. Wir detekten mal, dann sind die weg. Ich habe jetzt noch genau 206 Millibucks Propan drin. So, aber ich habe hier auch noch die anderen Sachen drin. Nimm das mal mit. Und wir claimen. Yippie! A true blacksmith. Complete. So, wir haben die nächste Trophy. So, wir schmeißen dich mal hier rein. Das heißt, wir müssten jetzt hoffen, offen haben. The true blacksmith. Das heißt, wir brauchen jetzt Groot. Ich muss hier gucken. Nicht, dass ich Vanille, also standardmäßig denke. Habe ich noch Dirt hier? Ich gehe mir erstmal hier mich hinlegen. Weiß gar nicht, ob ich hier Dirt überhaupt da habe oder ob ich Dirt unten habe.
Tee. Okay. Und jetzt ist die große Special-Frage: Habe ich diese Kanone auch noch irgendwo? Compressed Water. Wir laden mal ein bisschen auf. War das jetzt einfach so? Oder muss ich nämlich nur mal gucken. Gibt's auch Compressed Dirt? Ich muss das testen. Sehr schön. Wofür brauche ich denn überhaupt? Eins und ein Secret Brick. Das heißt, wir schmeißen mal Tinker an. Ein Secret Brick. Okay, das ist einfach nur schmelzen. Das ist wirklich Vanilla. Habe ich keinen Sand mehr? Ja, dann mache ich mir einen. Mach einen. Das ist das wenigste Problem. So, einen lassen wir da. So, und wenn ich jetzt clever gewesen wäre, was ich nicht bin, oder wo ich sozusagen nicht drin gedacht habe. Ne, machen wir gleich die doppelte Menge. So, wir machen das. Jetzt müssten wir zwei Sticks Gravel haben. Zweiundsechzig Sand. Also er sagt mir, er hat was, aber ich weiß nicht wo. Ah, da hinten. Ich muss mal schnell schauen. Ne, 64 Gravel habe ich ja sowieso schon. Dann zeig mir mal bitte noch mal das Gut. Wenn man sich einigermaßen die Position merkt und in den anderen Tisch reingeht und das dann um 8 Positionen verschoben wird, dann finde ich nichts mehr. Das ist zum Mäusemelken echt. Da ist der Cyrid Brick. Da ist er. Wie schaut's mit der Hui, das war suboptimal. Ja. Komm, ich schaff das. Danke.
Ich muss mal meine Gnade aufladen. So, 2000, 3000, 4000, 5000, richtig? 6000, 7000, nein, Leck, 7000, 8000. Eins, zwei, drei. Okay. So, und jetzt müsste ich eigentlich alle haben. Merk schon, ich muss noch viel, 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 viel mehr. Und wir schauen, ne? Diesmal habe ich mir einigermaßen die Position gemerkt. Und ich brauche noch mal Gravel. F7. Okay. Zack, zack. Zack, zack. Zack. 64, zwei Stacks. Ich hoffe, dass es, ja, hat er mitgekriegt. So, dann haben wir gleich die nächste Quest abgeschlossen. Ja, wir haben wieder Enderios bekommen. Juhu! So, dann brauchen wir das Schmelze. Das heißt, ich brauche einen Cerate Tank, ich brauche Cerate Bricks 2. Ja, das ist eine ganz süße Schmelze. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so viel Schmelze brauche. Die andere Frage ist, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal ein Glas. Brauche nämlich einen Tank. Den Tank haben wir. Okay, dann brauchen wir zwei Cerate Bricks. Dann habe ich einen Smeltery Drain. Den brauche ich auch. Okay, jetzt muss ich nochmal runter. Controller sind 8. So, 20 Stück haben wir. Das heißt, den Controller habe ich auch. So, das heißt, wir müssen jetzt die irgendwo. Ich stelle sie mal da hinten hin. Ja, bisschen voll. Ja, und jetzt weiß ich, was ich noch brauche. Davon zwei. Das heißt, du kommst weg, dann kommst du da rein. Du kommst dahin. Dann kommst du dahin. Dann kommst du dahin. Und jetzt kommst du dahin. So, F7 drücken.
Ja, das war total clever. So, ich schätze mal. Nee, da kommt kein zweiter Teil mehr. Habe ich 16 Rollen bekommen, okay. Ist gar nicht mal so schlecht. So, wo muss ich? Ich muss ich da reinschmeißen. Die 16 Rollen kommen erstmal hier hin. Bisschen Platz. So. Jetzt brauche ich einen Tinker Tank. Okay. Aluminium Press. Alumite. Midion. Aus Gloglas. Third Seared Furnace. Power from Heat. Was brauche ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich in der Hauptquest? Also den da haben wir. Okay, das geht jetzt dann under pressure. Das heißt, der Aluminium Press Ingot. Und Bitumen brauche ich. Okay. Bitumen komme ich von Immersive Petroleum. Okay, da sehe ich kein Rezept. Ich vermute, was noch nicht freigeschalten ist. Aber ich habe eigentlich beide offen. Das heißt, ich komme jetzt dann hundertprozentig darüber hin. Some True Magic. Die Bienen sind offen. Das ist noch nicht offen. Für Chickens, ja, brauche ich Master Chief. Das heißt, ich muss die Candleberries immer langsam, aber sicher mal fertig kriegen. Sonst komme ich nie an Ende. So, wie komme ich nochmal an Lava ran? Hahaha. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich musste mir irgendwie so einen komischen Crucible basteln, ne? Und da Steine reinschmeißen. Lava? Blaze Powder Block brauche ich da drin. Es sagt mir, hat noch irgendwo ein. Habe noch keine Ahnung, wo. Ah, da hinten. Und ich habe. Habe ich sogar 18 bekommen. Ich weiß, von welchem Mod das ist, aber. Okay. Also. Blaze Powder. Habe ich Blaze ausgesehen noch da oben? Also Blaze Powder habe ich genügend. Das weiß ich. Vorhin das Spieler welches hergestellt. Wo ich Redstone hergestellt habe. Ja, aber ich kann keine Lava herstellen. Ich glaube, ich muss das auf eine Fackel stellen. Ich merke gerade, die Anfangsfolgen sind schon sehr, sehr weit für mich in der Vergangenheit. Also geistig auf jeden Fall, weil ich kann mich dann nicht mehr dran erinnern. Das ist total schlimm.
Ja, aber es schaut aus, als wäre es richtig. So, dann brauche ich auf jeden Fall nochmal Cerate Bricks. Die Tanks sind jetzt erstmal, der Tank ist jetzt erstmal mir relativ. Muss erstmal die Schmelze so weit zum Laufen kriegen, dass wir da weitermachen können. Vor allem, die soll ja irgendwann auch wachsen, ne? So, dann heißt es jetzt, ich brauche auf jeden Fall den Tisch und ich brauche auf jeden Fall das Becken. Dann muss ich später wieder Kohle holen, wieder auffüllen und das nächste Cerate Bricks durchjagen. Du kommst weg. Und du kommst weg. So, dann Table kommt nach vorne. Und der kommt nach hinten. Dann hätte ich gesagt, baue ich noch zwei Drains. Dass das nicht in der Quest dabei war. So, 3, 4. Dann brauche ich da den Lava-Eimer. So, und die Schmelze ist am Laufen. Perfekt. So, ich wollte doch mal gucken. Kriege ich in der Schmelze? Will ich davon gar nichts da haben? Ja, aber ist egal. Laufe ich schnell runter. Das Zeug ist wo drin? Hier? Nö, hier? Ja. Ja, okay, das sind aber die da. Halt, nee, ich habe schon Eisen gesehen. Iron Alchemic Chemical. Nee, das kann ich nur im Kondenser herstellen. Das sind 315 Ticks, dass er aus mir aus einem Stein ein Iron Ore macht. So, aber 274 brauchte für zwei. Ja, und der macht nur einen. Dann macht es keinen Sinn. Doch, der macht zwei. Bei 591 Grad. Ja, aber das ist wieder Milchmädchenrechnung. Vermute ich mal. Ah, ich sehe gerade, das ist aber mit Crystal Fluid. Und das ist Stone. Hä? Kann man das auch verflüssigen? Nee. Ah, ich vermute, du musst den Stein dann reinstellen und dann dann wandelt er den um. Ja, aber wie gesagt, er braucht auf jeden Fall mehr. Wenn ich mir jetzt vorhin vorstelle, da kriege ich 4 raus. Viermal Output und da kriege ich 1,3 Output. Werde ich da mehr rauskriegen als hier. Aber ich komme momentan noch nicht an mehr Eisen dran, ne? Das heißt, ich brauche die Hühner. Das heißt, ich muss die Candleberries auf jeden Fall machen. Tool AOE, habe ich auch noch nicht. Tanja muss ich jetzt noch machen. Das muss ich dann auch noch irgendwann machen. Weil wie gesagt, das wird dann irgendwann in separate Bereiche aufgeteilt und dann auch nochmal sauber aufgestellt. Aber das hat erstmal
Untergeordnete Priorität. So, Master Chief, das heißt, ich brauche Basic Farming. Ja, das heißt, ich muss die ganzen Seeds noch machen. Und Candleberry Seed ist der Last Seed. Genau. Und davon brauche ich sehr viele. Yay. So, jetzt muss ich mal nachschauen. Und zwar den Wand. Ja, den Ding dafür brauche ich, ja, den kann ich mir noch nicht leisten. Da kann ich mir einen Diamond Wand ja machen. Und den Builders Wand, ja, den kann ich auch vergessen. Ne, ich müsste jetzt eigentlich hingehen und sagen, okay, ich tue jetzt hier die Plattform für mich extrem erweitern. Das wäre jetzt auch eine Sache, wo ich sagen kann, das kann ich mal angreifen. Der Bilder. Ja, nee, der ist noch zu weit weg. So, aber ich kann jetzt auf jeden Fall von Tinker. Life in the Forest, Heavy Machinery. So, Engineers Hammer und Engineers Wire Cutter. Industrial Engineering. Nee. Aber schön, dass der Mod drin ist. Immersive Engineering. Immersive Engineering. So, ich brauche bitte den Hammer und den Cutter. Lalalala. Da ist der Hammer. Zwei Eisen-Ingots und ein String. Das ist kein Problem. Und der Cutter braucht drei Iron-Ingots. Was habe ich? Zwei. Das ist zum Mäusemelken. Echt. Hätte ich jetzt vier gebraucht, hätte ich drei gehabt. Ich brauche noch einen String, aber ich glaube, die sind oben. AE wäre jetzt was Schönes, habe ich aber noch nicht. Okay, also dann halt genau den String brauche ich noch. Mit meinem Glück, ne, ist jetzt der String unten oder ich habe gar keinen. Könnt ihr euch aussuchen. Ich kann hier T drücken, wie ich will. Ich habe davon nichts. Ist ein Crop-Produkt. Ein Bonsai-Tree. Spiderweb-Sapling. Wie komme ich denn da dran? Pulverizer, klar, Wolle. Kann doch jetzt nicht sein, dass ich überhaupt keinen String habe. Doch jetzt nicht mein Ernst. Ja, ich habe hinten keine Spinnen drin. Aber jetzt muss ich gucken. Ich habe doch immer wieder mal ein. Ich habe doch Lootbags ja auf jeden Fall auch drin. Ich habe keinen Spring. Ich gehe am Stock. Hat von euch jemand einen Spring dabei? Und ich meine jetzt nicht die Unterwäsche.
1, 2, 3, wer jetzt komische Bilder im Kopf hat. Industrial Hemp Fiber. Ich gehe mal gucken, ob ich sowas hab. Canola Seeds. Flax Seeds. Moment, kann ich aus Flax es machen? Netherwarts, Rice. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal 10, 10, 10. Ich habe ja gesagt, ich muss das Zeug jetzt alles anpflanzen. Ja, aus dem Zeug kriege ich Strings raus. Habe ich die noch da? Da habe ich auf jeden Fall auch noch mal welche. Aber ich glaube, das sind die, wo ich schon angepflanzt habe. Die, glaube ich, sind die, wo ich noch nicht angepflanzt habe. Wo habe ich meine ganzen Crops hin? Jetzt habe ich einen Stack. So. Schauen wir mal, ob ich den da reinkriege. Ja, kriege ich. So, dann habe ich hier noch diese schöne Gießkanne. So, so kriegt man das auch hin. So, ich brauche noch mal Flax, bitte. Achso, da habe ich. Ja, ich muss das jetzt probieren. Ist mir jetzt egal. Ja, ist ja gut. Das ist nervig. So, das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt den aufstelle, dann geht kein Tee mehr. Aber ich hätte gesagt, ist egal. So, du kommst da rein. Wenn ich rausfinde, wo ich den überhaupt hin habe. Habe ich den auch wieder einstecken? Habe ich den auch einstecken? Nein, habe ich nicht. So, ich brauche nochmal schnell bitte Agricraft. Okay, der ist draußen in der Kiste, da wo er hingehört. So, dann untersuchen wir den gleich mal. Aber das Buch habe ich mir nicht... Ja, genau. Ist hier drin? Nein. Aber das Agricraft Journal, das hätte ich vielleicht auch mal in die Kiste mit reinpacken können. Das ist eine 221. Kann ich, gibt es da eine Mutterpflanze? Nein. So, merk grad. Nee, aber das ist jetzt wirklich, das sind jetzt wirklich Sachen. Das könnte jetzt passieren, dass das dann in den nächsten Folgen auf jeden Fall erstmal ein bisschen züchten ist. Mach mal groß. Ja, wenn schon mal zwei rauskommen. So, da haben wir auch eine 221. Was bist denn du?
1-2-2. Weg. Das ist eine 1-1-1. Definitiv weg. Ich habe wieder die falsche angepflanzt. Ich hält. Und es gehört halt dazu. Also machen wir es. Wobei, ich bin eigentlich der Meinung, das können wir mal reinschreiben, dass ich eigentlich die Pflanze züchte mit euch zusammen, aber hochzüchte dann allein auf 10, 10, 10. Wie gesagt, außer ihr sagt, kein Problem. Aber wenn wir das zusammen machen, möchte ich von euch Themen, worüber man quatschen kann. Da kann man nämlich die Zeit noch ein bisschen besser nutzen. Mhm. Ne? Was ich nämlich zum Beispiel gemerkt habe, ist die neuen Versionen. Es gibt genügend Leute, die sagen, die neuen Versionen sind cool. Die neuen Versionen habe ich noch gar nicht gemacht. Also von Crate und so weiter. Da wurde mir immer gesagt, ja, da können wir froh sein, dass das Leute, die wir kennen, dass der nicht sozusagen gebackportet wird. Aber ich habe schon gesagt, es geht nicht, weil erst mit der nächsten Version genau in Texturen reinkommen. Den kann man, glaube ich, nicht zurückschreiben auf 1.7.10, außer man ändert jetzt das ganze Programm, dass dann auch schon da 64x64 Blöcke da sind. Ich wollte eigentlich nur einen schnellen String machen, dass ich einen Hammer baue, ne? Kennt man ja nicht anders. Aber ich will jetzt auf jeden Fall noch eine Züchtung machen. Jetzt haben wir 19 Strings. Mit 3.2.2. Und du kommst weg. Okay. So, dann hätte ich gesagt, wir machen mal schnell den Hammer. Also Immersive. Den Hammer. Hammer. Und die Wirecutter haben wir auch. Mit meinem Glück geht es jetzt nicht. So, und ich pack mal die auf jeden Fall hier rein. Und schauen wir noch in die Lootbox. Thief Upgrade. Thief Upgrade könnte sein. Industry, genau. Das brauchen wir für die Bienen. So, Pebble. So, das heißt dann nämlich, ich sehe schon wieder, die Zeit ist wieder fast verstrichen oder ist verstrichen. Also wir haben die erste Immersive gemacht. Das heißt, ich kann jetzt mal hier, meiner Meinung nach, Immersive beim nächsten Mal hier weitermachen. Und ihr schreibt mir fleißig rein, wie das mit den Seeds haben wollt. Und vor allem ein Thema dazu. Ne? Über was kann man sprechen? Kino, Minecraft, Factorio, Gott und die Welt. Nur nicht zu viel Politisches oder sowas. Oder Religiöses, weil, nee, das machen wir nicht. Aber alle anderen Themen reinschreiben. Ich schaue sie mir an, mache mir Notizen. Dann habe ich nämlich eine Woche der Zeit dazu. Und dann werden wir darüber auch philosophieren. Genau. Wenn wir dann die Seeds züchten. Außerdem natürlich, ihr sagt, nö, mach die Seeds selber. Unterhalte dich mit dir selber oder sei ruhig oder wie auch immer. Zeige uns nur, wie du die hergestellt hast oder wie auch immer. Ich kann mich jetzt schon dran Also Elite, gleich an dich, ne? Schlag ein Thema vor, ne? Weil du sagst immer, du willst alles sehen und alles hören. Also brauchen wir auch ein Thema.
was man länger reden kann. Ja, das kann dann sein, dass das auch eine längere Folge wird. Was ich auf jeden Fall machen werde, und das werde ich offline machen, ich werde die Basis erweitern. Weil das ist einfach nur Blöcke umschüsseln, fertig machen und so weiter und so fort. Das ist, dass man dann auch die Sachen, die wo jetzt hier drin sind, auch schön brav aufstellen kann. So, und dieses Buch tun wir auch weg. Und dann hätten wir eigentlich alles. So, genau. Ihr habt genügend zum Schreiben. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.